Monika, wir haben nicht unbedingt damit gerechnet, dass wir auf der Überholspur sein müssen am Samstag. Aber so wie ich Sie und Ihre vier Mädels kenne, geben Sie Vollgas morgen. Ja, also das erwarten wir. Und ich meine, drei haben ja schon Vollgas gegeben gestern. Also das war schon richtig gut. Und natürlich war das nicht so im Plan, dass Emilio gestern ein bisschen gebockt hat und nicht so kooperativ war. Aber das sind nun mal Pferde, das sind Lebewesen und das kann passieren. Er war heute im Training sehr gut und auch wieder locker und zufrieden. Also besteht kein Grund, warum er morgen nicht gut gehen soll. Die Isabel sagte gestern so schön, da müssen wir alle mal eine Nacht drüber schlafen und das dann in Ruhe analysieren. Ich schätze mal, Sie haben sich das wahrscheinlich auch noch mal angeguckt irgendwie. Haben Sie einen Dreh gefunden, was los war? Ja, ich denke, oder wir dachten dann beide, dass er sich wahrscheinlich ein bisschen an der Kandare gestört hat und ein bisschen sich da gestoßen hat und einfach ein bisschen überreagiert hat. Also das ist normalerweise nicht so der Fall oder man sieht ihm das nicht so an, diese Sensibilität, weil er ja doch ein bisschen eher äußerlich ein bisschen robust wirkt. Aber natürlich ist das auch ein sensibles Pferd und der macht das jetzt nicht, weil er seine Reiterin versetzen will oder weil er irgendwie sagt, jetzt habe ich überhaupt keinen Bock mehr, sondern ich glaube, das war einfach ein bisschen überreagiert, weil er einfach doch sehr sensibel ist. Und wir haben uns da Gedanken gemacht. Natürlich Isabel noch ein bisschen mehr als ich. Und sie kennt das Pferd ja noch besser und hört in ihn hinein. Und wir haben heute mit einer kleineren Kandare, also mit einer sogenannten Baby-Kandare trainiert. Und das hat ihm sehr gut gefallen. Ja, da sind wir gespannt auf Emilio und die Baby-Kandare. Was uns auch verblüfft hat, oder was, glaube ich, jeden verblüfft, ist diese Entwicklung von Dallera. Wächst dieses Pferd praktisch stündlich in ihrer Entwicklung? Ja, also ich meine, Dallera macht ungefähr so einen Schub wie Sammy letztes Jahr, Sammy Davis von Dorothee. Das ist, so, ich würde fast sagen, fast vergleichbar. Also beide kamen im Dezember aus dem Louis-Dor und gingen nach 4-5 Grand Prix, 3-4-5 Grand Prix hier in Aachen in der Mannschaft. Und Dallera hat sich also gewaltig gezeigt gestern und sie scheint auch so eine Atmosphäre zu lieben. Je größer, desto besser. Ja. Je mehr Leute da sind, desto besser. Und das ist einfach ein wunderschönes Pferd, eine tolle Präsenz und natürlich mit diesem Talent, was sie hat und mit diesem Auftritt. Und Jessie hat das sehr, sehr gut rübergebracht gestern und da macht Reiten Spaß. Also das ist wirklich toll. Sammy Davis Jr., Sie haben ihn gerade schon angesprochen, wir hatten auch schon kurz Doro gesprochen, der wirkte unheimlich stabil schon, oder? Ja, also das Pferd hat auch noch mal jetzt einen Riesensprung gemacht seit der Hallensaison. Ich glaube, dass dieses Pferd durch diese Weltcup-Saison unheimlich gereift ist. Das sind Weltcup-Turniere sind ja nicht so ganz einfach, auch von der Atmosphäre. Und da gehen die Besten der Besten auch. Und da hat er sich sehr beweisen können und ist wirklich mit diesen Aufgaben gewachsen. Und jetzt kann man so ein bisschen das ernten, so langsam, was in ihm steckt. Und er ist eben, wie Sie schon sagten, sehr viel stabiler geworden. Die Pirouetten sind sicher geworden und normalerweise auch die fliegenden Wechsel, wenn das Publikum ruhig bleibt. Und ich fand, dass er sehr, sehr gute Piaffen ging gestern und Übergänge, Piaffen absolut auf der Stelle und doch nochmal einen Riesenschritt gemacht hat in der Stabilität und auch in der Kraft. Gestern wurde hier schon so ein bisschen geraunt, das Wunder von Aachen. Finde ich theatralisch formuliert, aber ein kleines Wunder war es schon, was Helen Lange-Hahnenberg hier rausgehauen hat. Ja, also mir fehlten irgendwie die Worte hinterher. Ich habe nur gesagt, du bist absolut irre, als sie rauskam. Also weil, da ich nie Kinder bekommen habe, kann ich das nicht ganz so nachvollziehen. Aber ich finde das wirklich unglaublich. Und sie ist ja letzte Woche, vor genau einer Woche, haben wir in Warendorf gemeinsam trainiert. Und da habe ich ihr gesagt, dass sie in die Mannschaft kommt. Und da war sie doch sehr verblüfft und hielt mal für einen Moment die Luft an und fragte mich, meinst du, das geht? Also, es geht. Es ging und es ging fantastisch. Wir haben ja auch verdammt spannende Pferde hier in der E-Tour. Wir hatten gerade schon mit Joey gesprochen. Das ist natürlich ein Riesenpech. Nicht mit Joey, mit Doro über Joey gesprochen, ja. Genau. Aber wir haben ja auch eine Bella Rose hier. Was sagen Sie zu Bella Rose?
Ja, auch Bella entwickelt sich von Tag zu Tag weiter. Also nicht, dass sie jetzt Lektionen neu erlernen müsste, aber natürlich in der Durchlässigkeit und auch sag mal, in der Sicherheit, wieder auf einem Turnier zu sein. Trotzdem gab es noch ein paar Abstimmungsfehler, die Wechselfehler von vorgestern da im Grand Prix. Das ist einfach fehlende Turnierroutine. Ne? Also das ist, ja, das Pferd will immer mehr, als es soll und meistens auch viel mehr, als es soll. Das ist natürlich eine ganz tolle Eigenschaft, aber manchmal auch schwer zu kontrollieren und zu kanalisieren. Aber natürlich ist das eine Königin im Viereck, wenn sie auftritt. Und ich bin mal gespannt, wie es heute in dem zweiten Spezial nach der Pause geht. Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Wir wollen jetzt nicht Sair vergessen und Daily Mirror, wenn wir insgesamt mal gucken. Klar, wir haben auch ein paar Ausfälle kurzfristige mit Cosmo jetzt, aber würden Sie insgesamt sagen, 2018 wird ein gutes Jahr? Ich schöpfe aus dem Vollen. Ja, das tun wir bereits. Also durch die von Ihnen genannten Ausfälle, auch Desperados, der uns jetzt nicht zur Verfügung steht, das ist natürlich sehr schade, schöpfen wir schon aus allem, was da ist. Und das ist Gott sei Dank gut, mit guter Qualität und natürlich auch tollen Reitern. Und das genauso in der E-Tour. Und auch die müssen weiter kämpfen und sich weiter beweisen. Die Würfel fallen nach Aachen, das wissen wir. Direkt hier in Aachen oder gönnen Sie sich noch ein paar Tage Zeit? Denn ich glaube, der definitive Nennungslos für Trine ist erst 1. August, wenn ich das richtig weiß. Nein, also wir werden hier am Ende des Turniers eine Longlist erstellen und der definitive Nennungslos ist am 3. September. Dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Monika, vielen, vielen Dank und wir halten weiter die Daumen und gucken, dass alle Hasen jetzt erstmal bleiben, wo sie hingehören. Danke, Monika. Sehr gut.